Vorhinein mal wieder. Ich habe wieder mal eine schlechte Verbindung, Class Switch. Aus Gründen. Aus Gründen. Ja, LAN-Adapter ist aktiv, also ich verstehe nicht, was hier los ist mit dem Ding. Alles mit, das Ding ist vollgeladen. Eine Ernährungsmine brauchen wir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ich nehme sie trotzdem mit. Dich austauschen. Dich ausrüsten. Munition mitnehmen. Und wir befinden uns wieder mal an einer Stelle, wo der Sturm uns nicht zwingt, uns zu bewegen. Praktisch. Also dann kippe ich hinunter. Ich wollte nur ganz sicher gehen. LAN-Verbindung ist aktiv, ich habe keine Ahnung. Achso, vermutlich, weil ich nebenbei was hochlade. Deswegen meckert er rum bei der. Eigentlich kann das nicht sein. Sorry, aber hier kommen 200 Mbit an. In der Leitung, ja. Eigentlich. Besser. Großer Schildträger als gar keine Schildträger. Kleiner Schildtrank. Der Grund, warum ich den kleinen Schildtrank mitnehme, hat einfach nur den, dass man den schneller zu sich nehmen kann. Reicht das? Natürlich nicht. Wir sind aber eine Menge großer Schildtränke. Oder normaler Schildtränke. So, ist hier irgendwas? Wir können zur Farm gehen, stimmt. Auf der Farm sind gerade viele Leute, ja. Es ist heute mal nicht mitten in der Nacht, während ich aufnehme. Also, ja. Ne? Ich würde es mal sagen. Jetzt. Mein Herr, was war das denn, ey? Man sieht schon früh morgens nicht meine Uhrzeit. Obwohl es gerade 13.15 Uhr ist. Also, das ist jetzt nicht unbedingt früh morgens, aber halt kurz nachdem ich aufgestanden bin. Und ja, heute wird ein toller Tag. Ich habe heute sehr viel Zeit zum Aufnehmen. Ich hoffe, ich kriege das hin mit dem ganzen Aufnehmen. Und vielleicht streame ich dann sogar mal zwischendurch. Aber wir haben ja noch ordentlich Zeit, bis der Sturm sich zusammenbaut. Oder besser gesagt, sich zusammenzieht. Dass ich hier jetzt noch Stuff einsammeln kann. Das Gefühl,
war schon einer, weil die Getun nicht mehr angezeigt werden. Aber dennoch liegt überall Munition rum. Die man ja am Anfang bekanntlichermaßen braucht. Und ich mag die taktische Schrotflinte ein bisschen mehr als die Pumpgun. Das war mein Telefon. Also da gucke ich gleich nach. Brauchen wir nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden, wofür die gut ist. Auch eine bessere Maschinenpistole gefunden. Und ein bisschen Materialien haben wir hier gefunden. Aber wenn wir das Zeilen-Dings aufrüsten wollen, brauchen wir ein bisschen mehr Ziegel. Das nehmen wir jetzt mit. Metall gibt es ja vor Ort. Verdammt, ich weiß nicht mehr, wo das Ding ist, wo wir hinwollen. Da irgendwo, genau. Da ist der Schrottplatz. Ich drehe mal die Kamera so ein bisschen dahin. Weil ich da gerade Leute abhüpfen sehen. Geschrieben hat. Okay, nicht so wichtig, da kann ich auch noch in 10, 15 Minuten antworten. Die Aufrüststation liegt im Bereich. Nice. Ach, was? Ich kenne Metall? Are you kidding me? Haben wir unterwegs nichts eingesammelt? Rüst die Waffe mal auf, bitte. Danke. Ja, das haben wir. Brauchen wir eigentlich noch ein Scharfschützengewehr. Dann haben wir alles. Nice. Nice. Das ist Option. Ich verstehe nicht, warum Leute immer Munition liegen lassen. Das ist so wichtig. Ich bin auch der Einzige, der hier mal hingeht, obwohl das voll praktisch ist. Das ist eine Aufrüststation, das hat alles. Dieser Ort. Und meine Videos sind nicht bekannt genug, um hier irgendwie dafür zu sorgen, dass ein Großteil der Leute da mehr hingeht. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute da nicht hingehen. Das ist zentral. Das ist eigentlich voll der gute Ort. Pumpgun, aber die ist blau. Da wird dann getauscht. Natürlich beschießen sich da vorne wieder angeknallt. Wo ist der durchgeknallte? Da ist der durchgeknallte, auf mich schießt. Junge, so macht man den Blödsinn doch nicht. Danke.
Scharfschützengewehr. Eine schallgedämpfte Pistole. Das war nicht so ein großes Magazin, aber das ist ja jetzt nun bei weitem nicht das Allerschlimmste. Munition, Munition, Munition. Down. Der ist down. Brauche ich eine Zugangskarte? Von irgendwo her. Das Trommelgewehr liegt da noch. Okay, wo nehmen wir das jetzt mit? Statt der Pistole auch, wenn die noch so gut ist. Okay, irgendwer wurde hier beim Looten gestört. Nice. Oh mein Gott. Yes. Wir haben richtig Glück, ey. Munition, 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 Munition. Alles haben wir hier, außer Schrotflinten. Oh, da ist ja noch 14 Leute da. Mein Gott, das Seven-Sturmgewehr tauschen. Schweres Scharfschützengewehr ist besser als eins mit Schalldämpfer. Alles ist voll durchgeladen. Ja, nice. Oh, Verkleidung. Okay, das haben ja schon andere Spieler bei uns gemacht. Jetzt könnte man hier mit dem schallgedämpften Sturmgewehr vermutlich ziemlich abgehen. Aber geht das hier? Weil ich mich als Senna verkleidet habe? Praktisch, jetzt kann ich ja einfach durchlatschen. Und noch mehr Loot holen. Und oh, ich sollte vielleicht gucken, ob wir irgendwo einen schweren Schildtrank finden. Wenn man von Pappe spricht. Es ist so praktisch, dass wir immer warten müssen. Ich weiß nicht, warum nicht mehr Leute hier hingehen. Ich meine, vielleicht ziehen die auf irgendwie, ich weiß nicht, Kill-Rekorder ab oder sowas. Da geht's eigentlich wenig um Kill-Rekorder. Ich habe 3 Kills diese Runde gemacht und bin im Finale, würde ich mal sagen. Ich bin unter den Top 10, also. Au. Okay.
Müssen wir nochmal nach einem schweren Schildtrank suchen. Schwerer Schildtrank auch. Quark. Normaler Schildtrank. Halt einer, der voll füllt. So. Da hat einer eine Minigun. Nice. Leider kein Schildtrank. Das ist wirklich schade. So. So, der Bereich ist jetzt wirklich nicht groß mehr. Ja. Meine Fresse, musste ich mich heute oft muten. Also sollten wir hier doch in der Umgebung irgendwen zu Gesicht bekommen. Oder nicht? Und ich vollidiot hab die Verkleidung. Oh mein Gott. Alter. Schreck, lass nach. Wow, habe ich hier viele Schildtränke verballert. Für nichts und wieder nichts. Nice. Also. Da hinten sehe ich Leute. Die haben sie alle einfach das Finale gemacht, während ich nicht dabei war. Irgendwer hat geschossen von da. Da hinten ist auf alle Fälle eine. Da ist jemand. Okay. Das Ding hat sehr viel mehr Verzögerung als die anderen. Okay, der hat eine Minigun. Aha. Nice, okay. Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, leider nicht Erster geworden, aber ey, Vierter ist ja auch nicht schlecht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.